Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem Abend Essen und Laber Video. Ich wollte gerade schon wieder Mukbang sagen. Kann sein, dass die Kamera ein bisschen schief ist, aber ich habe absolut keine Kraft und keine Geduld, mich jetzt darum zu kümmern. Also, wir haben hier einen weiteren Tag, wo ich vor Husten verrecke und einen weiteren Tag, wo ich immer noch krank bin. Und aber on top noch dazu, reicht nicht, dass ich krank bin. Ich habe heute Morgen um 6 meine Tage gekriegt, Leute. Wenn ich huste, habe ich das Gefühl, dass ich alles, meine Eierstöcke, alles, was sich da so befindet, dass ich das raushuste. Ja, ich habe das Gefühl, ich schieße das gleich aus mir raus, ehrlich. Ja, ich war gerade vor Frustration bei McDonald's. Keine Werbung an dieser Stelle. Aber ich habe irgendwie Hunger gehabt. Ich habe mir heute diese Kartoffeln hier geholt. Die ehrlich gesagt nicht so geil schmecken. Und was verrecke ich? Und einmal Shrimpsy. Ich bin übrigens heute Abend live mit der lieben Lisa vom Kanal Colorful Mess. Also wer Bock hat, würde mich so, so unglaublich freuen, wenn ihr heute Abend mit beim Live mit dabei seid. Und ich habe hier eine Tüte, ein paar Pommes. Aber Leute, reicht nicht, dass ich krank bin. Nö. Ich wollte nur zu McDonald's mir ein bisschen Frustrationsessen kaufen. Wurde ich gerade angekackt bei McDonald's. Ey, wieso? Wieso? Ich wollte heute kein Video mehr drehen, kein weiteres, weil ich heute Abend eben live bin. Aber immer wenn ich plane, dass ich kein Video mache und mich ein bisschen ausruhe, kommt dann irgendwas, was ich euch zu erzählen habe. So. Jetzt seht ihr meinen wunderschönen Ocean Support Arsch hier. Ich brauche nämlich was zu trinken. Habe ich vergessen. Also Leute. Ich bin gerade zu McDonald's gefahren. Wie gesagt, weil ich mega, mega Hunger habe. So, ich weiß ja, dass ich kein Corona habe. Ich teste mich ja seit Tagen jeden Tag auf Corona und bis jetzt ist negativ alles. Meine Mutter musste auch gestern einen Test machen. Alles negativ. Meine Mutter hat ja eine Mandelentzündung. Und ich habe einfach nur einen Infekt. Ich habe einfach nur eine Grippe oder irgendwie sowas. Ey, Alter. Nicht mal Taschentücher haben die mich hier reingemacht. McDonald's, ihr werdet langsam echt schlecht. Ihr kriegt es nicht mal hin, da irgendwie Tücher reinzumachen, damit Alina sich die Nase putzen kann. Auf jeden Fall bin ich da halt hingefahren, hatte mega, mega Bock auf McDonald's. Bestellen wollte ich mir nichts, weil es halt einfach nichts gibt. In der Art in Cuxhaven, was mir schmeckt. Entweder kriegst du es halb verbrannt oder weiß ich nicht was. So. Meine Nase läuft. Jetzt muss mein Pulli hinherhalten. Auf jeden Fall bin ich da reingegangen, hab an diesem Board da bestellt da. Nicht viel Sachen, hab einmal Shrimps, hab diese Kartoffeldinger hier. Meiner Mutter habe ich einen Cheeseburger bestellt und eine kleine Pommes. So. Der Laden war leer. Da waren zwei Leute. Ein paar hat bestellt und das andere hat hinten irgendwie eine Ecke gegessen. Also ansonsten war der Laden leer. Ich habe mich in die letzte Ecke verkrochen. In die letzte Ecke habe ich mich verkrochen. Fett FFP2-Maske drüber gezogen. Ich habe sogar eine normale Maske drunter gehabt. Und eine FFP2-Maske. Weil ich in Gottes Namen keinen anstecken möchte. Ich möchte einfach nur mal bei McDonald's was holen. Trotzdem bin ich krank und ich möchte keinen anderen anstecken. Hier geht es sich nicht um mich. Ich bin schon krank. Es geht sich, dass ich hier andere schütze. Man sieht, dass ich 50.000 Masken anhabe. Man sieht, dass ich eingewickelt bin. Man sieht, dass ich rote Augen habe. Man sieht es mir einfach an, dass ich krank bin. Kein normaler Mensch stellt sich neben ein. Kein verdammt normaler Mensch. Man sieht sogar hier, alles ist rot. Weil ich auch sehr schlecht schlafe. Digga, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Kommt da so ein älterer Herr rein? Bezahlter. Beziehungsweise geht er an diese Kasse. Nicht an dieses Board, sondern an diese Kasse. Hat da mit dem Mann da bestellt und bezahlt. Man sieht mich in der letzten Ecke. Man sieht mich in der letzten Ecke. Alltag, dass ich krank bin. Was macht der? Der stellt sich direkt vor mir. Also vor mich.
Bruder, der ganze Laden ist leer. Warum stellst du dich vor mich? Und ich habe mich halt auch noch so in die Ecke gestellt, dass ich halt, wenn sich jemand vor mir stellen würde, dass ich auch noch nicht rauskomme. Weißt du, ich habe mich da bei der Ecke, also da war so eine Tür, so eine Eingangstür, und ich habe mich halt da in die Ecke gestellt. So, und er hat sich direkt vor mir gestellt. So, neben mir war dann direkt dieses Bordding da. So, wisst ihr, da hätte ich nicht vorbeigekonnt. So, erstmal gucken, ob ich hier alle Schrimps bekommen habe. 2, 4, 6, 8, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich den dann höflich gebeten, entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht ein bisschen Abstand halten. Er guckt mich so an. Wieso? Ich so, ich weiß nicht, ob Sie es eventuell sehen oder nicht sehen, aber ich bin krank und ich möchte Sie auf gar keinen Fall anstecken, deswegen habe ich auch eine Maske an. Sagt er zu mir so, ach, stellen Sie sich nicht so an. Habe ich gesagt, nee, entschuldigen Sie. Aber zu Ihrem und zu meinem Schutz, bitte halten Sie Abstand. Der Laden ist leer, stellen Sie sich ein bisschen nach vorne oder so. Lassen Sie mich durch, denn hier ist. So, dann habe ich mich da durchgequetscht, bin nach vorne gegangen, auf einmal dreht er sich so um. Haben Sie etwa Corona? Habe ich zu dem gesagt, nein, ich habe kein Corona. Ich bin einfach nur erkältet und in dem Moment bin ich schon pissig geworden, Alter. Was geht dich das an? Auf einmal guckt er mich so an. Sie haben Corona! Und schreit er durch den ganzen Laden. Mir war das so peinlich, Mann. Der Typ, der das Essen fertig gemacht hat, der hat so entsetzt geguckt. Und ich habe keine Stimme zum Schreien. Am liebsten hätte ich denen ins Gesicht gesagt, ich habe kein Corona, ich bin einfach nur krank. Ich habe eine ganz normale Grippe. Es gibt Corona und es gibt Grippe, Alter. Und ich habe kein Corona, ich habe eine verfickte Grippe, Alter. Auf einmal fängt er da irgendeine Scheiße zu labern, die ich nicht verstehe. Irgendwas mit Polizei. Die müssen nach Hause. Sie dürfen hier nicht sein. Die machen sie strafbar. Festigst du an den Kopf. Nein, 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 nein. Alter, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Mir war das alles so unangenehm und so peinlich. In der Zeit sind natürlich auch noch andere Leute reingekommen. Auf einmal sagte so 219, ich direkt zu dem Typen hin, meine Tüte geholt und habe gesagt, ich habe kein Corona, ich habe Grippe. Er so, ja, ich gehe da so raus, Leute. Mir war das so peinlich, so unangenehm. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte doch einfach nur was für McDonald's haben, Mann. Mann, natürlich muss das mir immer passieren, ehrlich, natürlich. Die Gewinnerin von der letzten DM-Live-Verlosung hat sich bei mir jetzt auch nicht mehr gemeldet. Samstag habe ich preisgegeben, wer gewonnen hat. Sie hat mir direkt auf Instagram geschrieben. So, daraufhin habe ich halt gemerkt, dass sie minderjährig ist. Hab gesagt, ich brauche eine Einverständniserklärung der Mutter oder der Eltern, wie auch immer, dass sie gewonnen hat und dass sie den Gewinn annehmen darf, weil sie ist minderjährig. Ich darf ihr nicht zuschicken. Beziehungsweise, das kann schon mir Konsequenzen haben, weil Gewinnspiele sind erst ab 18. So. Gemeldet hat sie sich daraufhin nicht mehr. Das heißt, nachdem ich ihr gesagt habe, ich brauche eine Einverständniserklärung von dem Elternteil oder sowas, dass sie gewonnen hat und dass sie es annehmen darf, kam von ihr keine Antwort mehr. Sonntag kam keine Antwort, habe ich mir gedacht, okay, gut. Dann habe ich ihr Montag nochmal geschrieben, kam ebenfalls keine Antwort. Ich habe ihr heute geschrieben, dass sie mir nochmal bis 17 Uhr bitte mitteilen soll, ob sie den Gewinn haben möchte oder nicht, kam ebenfalls keine Antwort. So. Ist mir jetzt auch, um ehrlich zu sein, egal. Ich habe sie mehrmals angeschrieben. Sie hat sich bei mir gemeldet. Ignoriert mich jetzt gerade. Aus dem Grunde gibt es jetzt 9 Gewinner, Gewinnerin. Sind jetzt noch 15 Minuten bis 17 Uhr. Danach hat sie leider, sorry, aber sie hatte Samstag Zeit, sie hatte Sonntag Zeit, sie hatte Montag Zeit, Dienstag und sie hatte jetzt heute den ganzen Tag Zeit, mir zu sagen, ja, sie nimmt den Gewinn an oder nicht. Aber auf wen oder was soll ich jetzt warten? Finde ich halt kacke, mich zu ignorieren. Ich habe das Paket hier stehen. Glaube ich, findet sie nicht so toll, dass ich das gesagt habe. Mit der Einverständniserklärung kann ich auch verstehen. Ich muss aber auch mich und meine Haut schützen.
Und nochmal ein Anruf von, oder beziehungsweise, ja, damals habe ich ja mit der Frau telefoniert, aber nochmal eine Drohung mit einer Anzeige, habe ich keinen Bock drauf, weil ich habe klipp und klar verstanden, Gewinnspiel ab 18. So, und natürlich dürfen auch Minderjährige bei mir mitmachen. Natürlich. Aber nur unter der Einverständnis, dass sie den Gewinn annehmen dürfen. So. Zum Beispiel hatte ich einmal eine, ich glaube, Stella, falls du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich. Sie ist auch minderjährig und sie hat bei mir auch ein Paket gewonnen. Für sie war das überhaupt gar kein Problem. Die Mutter war einverstanden, dass ich ihr ein Paket zusenden darf. War gar kein Thema. Ich habe sogar am Ende noch was für ihre Mutter mit reingepackt. So. Gab gar keine Diskussion. Mutter hat die Einverständnis gegeben. Super, ich habe losgeschickt. Tochter hat sich gefreut, Mutter hat sich gefreut. Für beide war was drin. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal einblenden. Hier, wer gewonnen hat, ich muss mir kurz 11,5 Minuten. Genau, hier blende ich irgendwie irgendwo ein, wer gewonnen hat. Es wäre super toll, wenn die Person sich nochmal melden würde. Und bitte, falls eine Minderjährige gewonnen hat, bitte, schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr den Gewinn annehmen könnt oder nicht. Damit ich notfalls noch irgendjemand anderes ernennen kann. So, und falls du deinen Gewinn annehmen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram. Oder falls du kein Instagram hast, schreib mir irgendwie, wo ich mich bei dir melden kann. So. Sollte die andere Zuschauerin jetzt sich nochmal bei mir melden, bis Freitag, werde ich auch sie nicht im Stich lassen und werde nochmal einkaufen gehen. Und werde dir das Ganze zuschicken. Dann habe ich zwei Menschen glücklich gemacht, habe ich kein Problem, aber dieses Warten, Leute, ich will, dass dieses Paket noch bei der Zuschauerin, Gewinnerin vor Weihnachten ankommt. Klar könnte ich jetzt einfach warten, bis sie mir eventuell irgendwann antwortet. Aber das ist blöd. Ich meine, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 5 Tage, wie lange soll ich noch warten? Wie gesagt, meldet sie sich nochmal bis Freitag bei mir, weil ich einfach nochmal einkaufen gehen und ihr den gleichen Gewinn nochmal zusenden. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das, was ich jetzt hier fertig gemacht habe, würde ich gerne noch jetzt am besten die Tage losschicken, am besten vor Freitag, damit das Ganze auch noch vor Weihnachten ankommt. Weil das ist Nikolaus. Eine Nikolaus-Verlosung gewesen. Heute werden wir 14. Nee, die mache ich jetzt nicht mehr auf. Ich esse jetzt noch die paar Kartoffeln auf, die ich hier habe. Sonst habe ich hier keinen Bock mehr. Alter, ich habe hier voll viele Pommes mit bei. Verteile auch hier überall die Pommes auf dem Boden. Moment, Pascal ruft mich an. Pascal hatte mich noch kurz angerufen gehabt. Leute, falls irgendjemand eine Ahnung hat, was gegen Husten hilft, ne, ab in die Kommentare damit. Und kommt mir bitte nicht an mit Hustensaft. Kriege ich hier gerade nicht. Bei uns ist gefühlt halb Cuxhaven krank. Und das Einzige, was ich kriege, sind Halstabletten zum Lutschen oder wie auch immer. Lutschtabletten. Hustensaft für Kinder kriege ich noch. Tee trinken tue ich alle schon. Und falls mir jetzt irgendjemand raten möchte, ich soll zum Arzt gehen, kann ich auch nicht. Wisst ihr wieso?
Habe ich jetzt ein paar Mal erzählt gehabt. Aber das ist doch der größte Bullshit, den es gibt auf diesem Planeten, ehrlich. In diesem Moment würde ich mir einfach nur wünschen, dass ich in NRW wohnen würde und mein Handy schon wieder schief, ey. Dann könnte ich wenigstens zum Arzt gehen, aber... Hausarzt ist krank. Vertretung vom Hausarzt ist auch krank. Du kannst morgens zu einem Arzt gehen. Da werden die ersten 6 Personen aufgenommen. Wie ich jetzt schon herausgefunden habe, durch eine Freundin von meiner Mutter, standen da heute Morgen über 20 Personen. Die sich schon um 5 angestellt haben. Unter anderem war sie auch selbst runter. Ja. Und mein Husten... ist langsam echt schlimm. So, Leute, ich muss kurz rangehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Über Däumchen nach oben, Kommentare über kostenlos, aber würde ich mich sehr freuen. Passt kein Ruf an. Tschüss.